Moinsens, meine Freunde, hier ist wieder euer Kohl. Ich begrüße euch zum ersten Spiel am dritten Spieltag in der Gruppe B. Ja, der vergangene Spieltag, also gestern, das war wirklich eine sehr überraschende Gruppenpartie zwischen Australien und den Niederlanden und zwischen Spanien und Chile. Also der Weltmeister ist raus. Sie haben 0-2 gegen Chile verloren, wieder eine sehr schlechte Leistung gezeigt, sehr unkreativ im Offensivspiel. Die Chilenen sind gelaufen wie die Weltmeister, haben die gut gestört, die Spanier, aber teilweise mit Fanmitteln. Also waren nicht immer unfair, die Fouls, war immer fair. Und ja, Spanien hatte wirklich große Probleme und die Sensation hatte sich angebahnt. Schon nach der ersten Partie gegen die Niederlande hat man gesehen, die Spanier sind irgendwie müde, vielleicht nicht mehr Titelrunde hungrig, vielleicht fand da eine Sättigung statt wie beim FC Barcelona. Nach den vielen Titeln, die sie geholt haben, hatten sie nicht mehr so die Galligkeit, waren vielleicht noch sehr, sehr müde, sehr kreativlos, und Australien hingegen war sehr gallig gegen die Niederländer, die in Führung gegangen sind, und dann haben die Australier das Spiel gedreht, waren die bessere Mannschaft, haben doch einen zweifelhaften Elfmeter gekriegt, das war eigentlich eine klare Fehlentscheidung, war der Arm war angelegt, man kann den Arm ja nicht einfach verschwinden lassen, dass es da Handelfmeter gab, war lächerlich, aber die Niederländer haben es dann gerissen, 3-2 gewonnen. War bitter für die Australier, denn das 3-2 war ein Torwartfehler von Ryan. Da sah er nicht gut aus. Cahill spielt jetzt aber gut. Cahill darf eigentlich nicht spielen, aber das kann ich jetzt nicht einstellen, weil ich mit Spanien spiele. Cahill ist nämlich eigentlich gelb gesperrt und die Spanier, ja, blamabel verabschieden sie sich. Aber jetzt nochmal vielleicht eine gute Leistung gegen Australien. Also das sind sie ihren Fans, den Spaniern sind sie das schuldig, dass sie sich jetzt nochmal anstrengen, auch wenn sie raus sind. Das letzte Mal, dass ein Weltmeister schon in der Gruppenphase ausschied, war 2002. Das war nämlich Frankreich, aber nicht nach schon zwei Spielen, sondern erst nach der dritten Partie war klar, dass der Weltmeister Frankreich raus ist und nicht ins Achtelfinale kommt. Das letzte Mal, es gab es wirklich nur einmal bisher, also das ist erstmal die Nationalhymne. Ja, das letzte Mal, dass es gab, das war ein unrühmlicher Geschichtseintrag, den sich die Spanier jetzt geleistet haben nach hervorragenden EM und WM. Jetzt der unrühmliche Geschichtseintrag, denn das einzige Mal, als es noch ein Weltmeister nach nur zwei Gruppenspielen raus war, war 1950, das war nämlich Italien. Also das ist ein unrühmlicher Geschichtseintrag für die Spanier. Nach einer erfolgreichen goldenen Ära ist die jetzt scheinbar vorbei. Man hat auch gemerkt, San Iker hatte auch wieder Probleme, hat sich auch einen kleinen Bock geleistet. Also vielleicht findet ein kleiner Umbruch statt. Also es sollte eigentlich ein Umbruch stattfinden in der spanischen Mannschaft. Sie sollten jetzt nicht unbedingt ihr Tiki-Taka total abstellen, aber man sollte das vielleicht mal überdenken. Auf jeden Fall sollten die Alten in der Mannschaft ersetzt werden durch frische, neue Kräfte, die auch noch titelhungrig sind. Denn Iniesta, Xavi, die sind alle ein bisschen alt und da ist der Titelhunger nicht mehr vorhanden. Und das sollte man vielleicht abstellen. Del Bosque wird, glaube ich, auch abtreten. Aber jetzt sollten die Spanier erstmal diese letzte Partie nochmal ehrenhaft angehen und alles geben, was sie können. Gegen nicht so schwache, wie eigentlich erwartet war, nicht so schwache Australier, die eigentlich ganz gut gespielt haben. Ein bisschen unglücklich agiert haben, gegen die Chilenen beispielsweise. Und hier Fernando Torres, denn der gute, oh, ah, da wird aber ganz schön hart angegangen. Also Fernando Torres hat da nicht so viele Chancen gekriegt, wie, wow, Diego Costa. Diego Costa wirkt aber auch sehr, ja, unglücklich. Vielleicht lag es auch daran, dass er echt lange verletzt war und die Mannschaft nicht so richtig fit war.
Daher vielleicht diese Müdigkeit. Aber es ist natürlich auch ein bisschen schade, dass der Weltmeister jetzt echt schon raus ist. Und ich bin mal gespannt, wie sie diese Partie wirklich angehen. Also wie will Del Bosque den noch vermitteln? Komm Leute, die letzte Partie. Wir haben zwar keine Chance mehr, irgendwas zu reißen, aber es geht um die Ehre. Man sollte sich beim Ehrgefühl packen. Anders geht's auch nicht. Okay, schade. Aber man sieht's, die Spanier versuchen's, aber sie wirken auch gegen die starken Aussies doch recht unkreativ. Also es ist wirklich die Müdigkeit, schätze ich mal, und eben, dass sie im Kopf haben, wir können hier nichts mehr reißen. Also sie können eigentlich noch mehr verlieren. Also sie haben schon von der Presse ordentlich auf den Hut bekommen. Aber wenn sie hier gegen die Australier auch nichts reißen und vielleicht auch verlieren, dann weiß ich nicht, was da für ein Shitstorm in der spanischen Presse losgeht. Denn sie haben schon gelästert, ja, jetzt nach der Neukrönung von König Felipe, dem Sohn von, oh Gott, wie hieß er, Juan Carlos, ne? Kommen die Spanier wenigstens rechtzeitig zurück? Aber das kann nicht ihr Ziel sein. Also das können die Spanier nicht auf sich sitzen lassen. Und hier müssen sie nochmal zeigen, wir sind nicht umsonst Europameister und Weltmeister geworden. Wir können wirklich was. Und strengen uns jetzt nochmal in der letzten Partie an und wollen nochmal was zeigen. Aber bisher, ja, wirken sie auch ein bisschen unkreativ. Wie gehabt. Ne? Handspiel? Oh Gott. Und die Australier, die Socceroos, zeigen bisher wieder eine gute Leistung. Wie gegen Chile und gegen... Oh Gott. Wie gegen Chile. Wie gegen Chile und... Hier, der junge Fabregas, der zum FC Chelsea wechselt. Ist natürlich auch ein bisschen hart. Beim FC Barcelona... Wir kommen von Arsenal London, wechseln die zum Stadtkonkurrenten. Das ist schon doch recht hart. Und ob die Fans des FC Arsenal ihm das verzeihen, na, wer weiß. Sergio Busquets. Busquets macht das eigentlich ganz gut. Und man sieht, also Fabregas wirkt doch deutlich fitter und doch kreativer als seine spanischen Kollegen. Jetzt auch die erste Partie für ihn von Anfang an. Und Iniesta. Iniesta, der kleine Iniesta. Ja, leider. Martinez, der Bayern-Spieler. Sehr weit vorne. Also ist ein Hirnverteidiger und ermöglicht hier den Konter für die... Wow. Das war gefährlich. Also... Die Spanier in der Defensive sehr offen, eigentlich ungewohnt. Und ja, Iker Casillas, dieses Mal ein sicherer Rückhalt. Aber die Spanier müssen echt aufpassen. Also nicht, dass sie sich auch noch gegen die Socceroos blamieren. Oh nein, Cahill. Also sie wollen hier echt nochmal die Sensation schaffen. Und die Spanier ärgern. Also das ist hier... Halleluja. Also Spanien muss hier wirklich aufpassen. Nein, schade. Gut abgewehrt. Nein, da nochmal Fabregas. Ah, schade. Ah, ärgerlich. Also den muss Fabregas eigentlich machen. Wieder eine gute Chance. Also die Spanier haben deutlich mehr Chancen, aber noch nicht das nötige Quäntchen Glück. Der macht sie nicht selber rein. Er bereitet sie vor. In unnachahmlicher Manier. Pedro Fabregas. Setzt Fabregas wieder ein und Fabregas, der macht hier echt Wirbel. Koke auf Busquets und der hatte eine gute Chance gegen Chile, aber hat sie da klicklich versaut. Also teilweise sind die Spanier auch in der Offensive zu verspielt. Das ist auch das große Problem. Das ist mir während der zwei Spiele aufgefallen. Sie versuchen den Ball echt ins Tor zu tragen und das kann es nicht sein. Du kannst nicht im
Strafraum, da versuchen den Ball echt noch rein zu dribbeln, das geht nicht. Man muss auch irgendwann abschließen und das haben die Spanier unterlassen. Und so verlieren sie echt mit einer Tordifferenz von bisher 1 zu 7 dieses Turnier. Und das ist echt überraschend, dass sie so viel Tore kassiert haben. So viel haben sie, glaube ich, während der letzten WM und EM zusammen kassiert. Also das ist dann auch noch eine Schwäche, die man da ausmacht. Die dann auch die Offensive nicht wettmachen kann. Okay, schade, zu verspielt. Sie kommen wirklich nicht durch die gute Abwehr der Australier, die was wirklich wieder richtig gut machen und sich die anderen Spiele wohl angeschaut haben, wie man die... Fabregas, ja, versucht's mal. Cesc Fabregas versucht es wenigstens mal. Fernando Torres geht auch gut mit. Aber die Aussies machen das bisher ohne Probleme. Also, die ärgern auch die Spanier. Mit viel Laufarbeit, Pedro. Fabregas jetzt mal. Fabregas wird wieder geblockt. Schade. Also, Cesc Fabregas versucht echt neuen Schwung reinzubringen in die Mannschaft. Ihm gelingt das teilweise auch. Aber noch nicht mit der nötigen, mit dem nötigen Erfolg. Pedro jetzt zweimal mit einer Flanke. Und Ryan klärt den Ball, aber doch unorthodox. Führt zu einer Ecke und jetzt mal der Versuch. Durch einen Eckball vielleicht, durch eine Standardsituation. Ja, durch eine Standardsituation kriegen die Spanier endlich mal hin, ein Tor zu machen. Der kopfballstarke Javi Martinez bringt die Spanier in Führung und die Erleichterung vor der Halbzeit. Ja, bitter für die Australier, für die Socceroos. Sie haben bisher gut mitgespielt und dann bringt eine Standardsituation, die wirklich unnötig war, weil Ryan da wieder nicht gut aussah. Das 1:0 für die Spanier, endlich wieder ein Tor. Und wenn es nur durch eine Standardsituation ist, sie haben endlich mal wieder ein Tor erzielt und das bringt auch ein bisschen Erleichterung. Jetzt kann der Schiri mal abpfeifen. Ist das schön? Nein. Den hat Casillas ohne Probleme. Und der Schiri pfeift zur Halbzeit. Und ja, die Spanier führen 1:0. Vielleicht ein bisschen glücklich. Aber, ja, glücklich sind sie auf jeden Fall. Also, nicht ganz unverdient. Hier, man sieht es, die Spanier haben mehr Chancen gehabt. Und, also, ich muss sagen, Fabregas bringt echt deutlich Schwung rein in die Partie und... Jetzt müssen die Spanier noch zusehen, dass sie wirklich das über die Zeit retten, vielleicht sogar noch ausbauen. Wenn sie hier jetzt noch verlieren sollten, also dann wird das echt eine Blamage sein. Aber danach sieht es bisher nicht aus. Die Spanier haben jetzt wieder Spaß gefunden, es sieht so aus. Also sie kommen hier besser durch als gegen die anderen beiden Mannschaften. Gut, Australien ist auch nicht so das Kaliber, aber sie haben gezeigt, dass sie was können. Und... daher kann sich Spanien auch schon über das 1:0 freuen. Also Australien hat gezeigt, dass sie gefährlich sind und in der derzeitigen Verfassung kann sich echt der Spanier freuen, dass er 1:0 gegen Australien führt. Es hört sich ein bisschen komisch an, aber es ist wirklich so. Saniga kriegt nochmal sein letztes WM-Spiel und dann hier ein Fehlpass. Aber wir wechseln auch nochmal in der Offensive. Es war auch das letzte WM-Spiel für den guten Iniesta, der jetzt ausgewechselt wird. Hat eine ordentliche Leistung gebracht. Es wird nochmal, auch wenn er hier gnadenlos ausgepfiffen wird, Diego Costa gebracht. Liegt auch nur daran, dass er eigentlich Spanier und Brasilianer, aber er hat sich dann doch für die spanische Nationalmannschaft entschieden. Ein bisschen ärgerlich für die Brasilianer, denn so einen Stürmer wie Diego Costa brauchen die Brasilianer eigentlich, denn Jo und Fred sind wirklich nicht so effektiv. Aber in der derzeitigen Form kann man auch auf Diego Costa verzichten, denn er war im Turnier wirklich, ja, man muss es sagen, schlecht. Jetzt nochmal eine Chance für die Spanier. Und ja, den macht David Silva souverän rein. 2:0. Durch den Joker, da haben die Socceroos in der Defensive nicht aufgepasst und das war's jetzt wohl. Spanien verabschiedet sich wohl mit einem 2:0. Doch ein bisschen mit Glanz
von der Bühne in Brasilien und kriegt nicht den vollen Shitstorm ab. Wenn sie jetzt wirklich in dieser Partie auch noch verlieren sollten oder nur unentschieden spielen sollten, dann wird es wirklich übel. Aber Cesc Fabregas hat dieses Spiel gut geordnet, hat nochmal frischen Schwung reingebracht. Warum Del Bosque den nicht mal zwischendurch mal gebracht hat, weiß ich nicht. Also, Fabregas ist kein schlechter, aber er hat halt auf die Alteingesessenen gesetzt, die enttäuscht haben. Er hätte vielleicht rigoros nach dem 1:5 gegen die Niederlande rigoros umbauen sollen. Man hat auch gemerkt, Diego Costa war nicht gut. Also, Fernando Torres hat da doch ein bisschen mehr Wirbel nach vorne gemacht, war nicht so effektiv, aber deutlich effektiver als, oh Gott, jetzt gibt's hier den Konter der Socceroos. Was? Achso, ja, ich wollte gerade sagen, gibt es jetzt einen Meter, das wäre es jetzt ja gewesen. Socceroos haben noch eine Chance, also die Spanier müssen ein bisschen aufpassen in der Defensive. Ungewohnte Unsicherheiten und Fabregas macht das ganz gut. Cesc Fabregas, ja, Pedro ein bisschen zu verspielt, verliert den Ball. Der starke Tommy Orr kämpft sich den Ball und, ja, jetzt müssen sie aufhören. Jedinak, der den Elfmeter verwandelt hat. Oh, Javi Martinez auch sehr weit vorne. Bresciano, Bellingham. Ah, jetzt faulen die Spanier. Also, ganz durch sind die Spanier noch nicht mit dem 2:0. Sie sind in der Defensive noch ein bisschen zu anfällig, also müssen sie wirklich aufpassen. Aber sie haben ja noch Iker Casillas und der, oh Gott, apropos Iker Casillas. Gott sei Dank war es abseits. Also da haben die Spanier wieder eine defensive Probleme. Aber knappes Abseits. Spanien im Glück. Sonst wären die Socceroos normal gekommen. Und was denn, was den Spaniern denn in den letzten 25 Minuten gedroht hätte, boah, das wäre schlimm gewesen. Pedro. Mit dem Pass, der leider nicht ankommt. Oh. Ah, da sieht Matthew Wine wieder nicht gut aus. Ja. Im Fehlpass. Ach, Sergio Busquets hat gefoult, okay. Bresciano. Mit dem Fehlpass. Javi Martinez. Ja, der aber auch mit dem Fehlpass. Also die Spanier verabschieden sich zwar noch mit einem Sieg scheinbar, aber er ist jetzt auch nicht so überragend gegen starke Australier, die wieder ein bisschen Unglück hatten, durch eine Standardsituation in Rückstand geraten sind, dann einmal in der Defensive nicht aufgepasst haben und hingegen in der Offensive leider nicht konsequent genug waren. Ja, schade. Hätte ich den gegönnt. Aber Spanien dafür dann doch zu souverän. Diego Costa enttäuscht auch wieder ein bisschen. Pedro auch nicht wirklich der Heilsbringer in der Offensive. Jetzt nochmal. Ja, Diego Costa doch noch mit seinem Tor. Das 3:0. Ja, ist im Ergebnis doch ein bisschen zu hoch für die Spanier, die eigentlich nicht gut gespielt haben. Aber, ja, Diego Costa macht sowas. Er steht total frei. Er ist kopfballstark und lässt sie natürlich dieses Tor nicht nehmen. Es ist bitter für die Socceroos, die eigentlich gut mitgehalten haben. Bis zum Eckball. Aber dann leider auseinandergebrochen sind und die Spanier das jetzt locker, wirklich locker, souverän runterspielen. Und sich da eigentlich kaum, ja, die Spanier machen sich eher selbst Schwierigkeiten. Hier wieder eine gute Chance, die Socceroos wieder einmal nicht nutzen konnten. Und ja, da spielen die Spanier jetzt locker runter, 3:0. Das macht das Torergebnis dann, die Tordifferenz dann nochmal ein bisschen erträglicher. Dann ist nur noch ein 4:7 und Martinez. Da spielen sie locker runter, souverän. Die Australier sind jetzt auch ein bisschen müde. Und können da nicht mehr allzu viel entgegensetzen. Cesc Fabregas. Hier nochmal Koke. Mit dem Versuch wird aber geblockt. Wäre es noch schön gewesen, wenn Koke trifft, aber man kann ja nicht alles haben.
Aber die Australier haben sie noch nicht ganz aufgegeben. Sie versuchen nochmal nach vorne zu kommen. Vielleicht nochmal den Endtreffer zu erzielen. Aber das kriegen sie nicht hin. Die nötige Konsequenz fehlt. Das nötige Glück fehlt vielleicht auch. Wir hatten ja ein paar gute Situationen, aber es war dann abseits. Casillas kam noch ran. Oder sie haben den Ball nicht richtig getroffen. Also ganz unglücklich teilweise für die Australier, die sich jetzt scheinbar doch auf die Defensive beschränken. Und die Spanier spielen das locker runter, laufen locker aus, lassen den Ball jetzt laufen, was deutlich besser klappt als gegen die anderen Mannschaften. Und sie können mit dem 3 zu 0 eigentlich zufrieden sein. Es ist ein kleiner, wirklich nur kleiner versöhnlicher Abschluss nach dem bitteren Ausscheiden. Ah, okay, mit dem Ballverlust, das ist natürlich nicht so optimal. Und jetzt können sie nochmal kontern, die Australier, über Tommy Orr. Aber Sergio Ramos macht das souverän. Und der Schiri pfeift die Partie ab. Die Spanier, der amtierende Weltmeister, scheidet nach dem zweiten Gruppenspiel aus. Im dritten Gruppenspiel spielt er sich einen 3-0-Sieg, der in der Höhe, ja, okay war. Ein bisschen bitter für die Australier, aber ein versöhnlicher Abschluss für die Spanier, die jetzt doch mit einem teilweise lachenden Auge nach Hause fahren können. Die anderen Teams waren in diesem Fall besser. Der Umbruch wird bestimmt stattfinden, angefangen bei Del Bosque, der, glaube ich, das Amt abgeben wird. Und vielleicht bringt der neue Trainer, wer es auch immer sein mag, neuen Schwung rein. Tiki-Taka oder Tod, damit hatte Xavi recht. Tiki-Taka hat nichts gebracht. Es gab den Tod. Es war eher ein Massaker, aber man hat auch gesehen, dass der FC Barcelona müde war. Da hat Tiki-Taka auch nicht mehr so viel gebracht. Und größtenteils ist es ja, ist die spanische Nationalmannschaft der FC Barcelona, und da muss man vielleicht mal was umstellen, neue Kräfte reinbringen. Es warten ja auch neue Mittelfeldspieler, die sehr intelligent sind. Angefangen beim verletzten Thiago. Koke hat Potenzial. Fabregas. Juan Mata ist auch noch ganz gut. Also die Spanier brauchen keine Angst haben, nach der goldenen Generation total abzusinken. Also sie haben trotzdem noch eine gute Mannschaft. Aber das Turnier können sie abschreiben. Sie scheiden nach der Vorrunde aus. Ist es gut für Deutschland? Denn der Angstgegner oder einer der Angstgegner neben Italien ist draußen und ja, damit auch ein starker Konkurrent. Ich bin mal auf eure Tipps gespannt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schreibt sie in die Kommentare. Und ich verabschiede mich wie gewohnt. Nicht vergessen, immer schön unsportlich bleiben. Reingehauen, wiederschauen. Tschaußens.